Heute alles zum Thema App-Entwicklung. Willkommen zur dritten Folge von Frag Think Big, eurer Support-Anfragen-Kommentiershow, in der wir Support-Anfragen nochmal für alle beantworten, weil wir denken, okay, diese Frage ist so interessant, das könnte vielleicht mehr von euch interessieren. Und die Anfrage heute kommt von Sophie und Carmen und ist wieder eine Frage, die wir relativ oft gestellt bekommen und wir mega spannend finden. Könnt ihr uns helfen, eine Art Google Maps zu erstellen, der wir alle Bolzplätze aus unserem Quartett online übertragen? Vielleicht wäre dann langfristig auch eine App realisierbar. Bei der Frage geht es jetzt nicht so sehr um die Maps-Frage. Das haben wir auch schon mal in einer älteren Folge beantwortet und wir haben auch einen Videochat dazu gemacht. Beide Links poste ich hier unter dieses Video. Es geht hier vielmehr um die Frage, ob das Ganze dann auch auf lange Sicht als App realisierbar wäre. Ist natürlich klar, Apps sind total cool, sind angesagt. Wir haben unser Smartphone immer bei uns und haben diese kleinen Programme drauf als Icons und sehen sie permanent. Man muss aber dazu sagen, je nach Vorhaben ist die Produktion und das Programmieren einer App sehr kompliziert bzw. sehr aufwendig. Das heißt, ihr müsstet Programmieren lernen oder jemanden bezahlen, der euch das Ganze programmieren kann. Ihr müsstet unterschiedliche Versionen erstellen für Google Play Store, für den App Store von Apple, für Windows und so weiter und so fort. Nun ganz kurz dazu, die ganzen Apps, die ihr in den Stores findet, das sind Native Apps. Und Apps, die ihr online findet, wenn ihr zum Beispiel auf die Seite einer Tageszeitung geht und ihr dort gefragt werdet, möchten Sie zur mobilen Ansicht wechseln, das ist eine mobile App. Beides kann man natürlich mit einem App-Baukastensystem bauen, das ist kein Problem. Wir posten hier unter dieses Video einen Link zu unterschiedlichen App-Baukastensystemen, aber es ist mit monatlichen Kosten verbunden. Das fängt bei 8 Euro an und geht bis 30 Euro rauf. Die Baukästensysteme für die mobilen Apps was günstiger. Für Native Apps sieht es schon was teurer aus. Da könnten bis zu 30 Euro monatlich auf euch zukommen. Ihr seht schon, in eurem Projektzeitraum und in euer Projektbudget passt das nicht wirklich alles rein. Und dazu kommen noch folgende Fragen, die ihr euch stellen solltet. Warum möchten wir unbedingt eine App haben? Und was ist der Mehrwert der App gegenüber einer mobilen Seite? Denn es ist in vielen Fällen ja so. Eigentlich soll im Grunde genommen nur sowas wie eine Webseite dargestellt werden in Form einer App. Und dafür braucht ihr nicht extra eine ganz eigene App zu programmieren, denn ihr wollt ja sowieso nicht auf die ganzen Funktionen des Smartphones zugreifen. Das heißt auf die GPS-Funktion, das Mikrofon, auf die Kamera, Push-Nachrichten und so weiter und so fort. Das heißt, ihr braucht da gar nicht zwingend etwas programmieren für. Mit vielen Content-Management-Systemen wie zum Beispiel WordPress lassen sich relativ einfach mobile Webseiten erstellen, die in der Regel auch genau das machen, was ihr braucht. Das heißt, die Webseite ist zum Beispiel responsiv, das heißt, sie passt sich dem jeweiligen Gerät an und es wird schön dargestellt, egal ob ich jetzt ein Smartphone in der Hand habe, ein Tablet oder das Ganze auf einem Laptop anschaue. Ihr habt Unmengen an Themes und Plugins und könnt die WordPress-Seite euren Bedürfnissen anpassen. Das Gute daran ist, das Internet, YouTube ist voll von unterschiedlichen Tutorials zum Thema WordPress. Und natürlich haben wir auch einen Videochat dazu gemacht, den ich auch unter dieses Video poste. Falls ihr sagt, okay, nein, wir wollen das doch nicht mit WordPress machen, dann sucht euch ein Baukastensystem aus und setzt eine mobile App auf. Und wir können euch natürlich auch beraten. Wir haben App-Entwickler bei uns im Netzwerk, die mit euch zusammenarbeiten könnten. Das allerdings dauert lange und ist zeitaufwendiger und ist natürlich kostenintensiver für euch. Falls euch die neue Folge von Frag Think Big gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben gebt. Und falls ihr selber Fragen, Kommentare oder Anmerkungen habt, dann lasst doch einen Kommentar unter dem Video da oder meldet euch unter der WhatsApp-Nummer, die hier eingeblendet wird. Oder schreibt einfach eine Supportanfrage an die E-Mail digital@think-big.org.